Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Und Monster haben viele Gesichter. Bitte, Hilfe. Hörst du mich? Oh, was stimmt nicht mit ihm? Komm, wir sollten gehen. Schon weg. Auf den Hinterkopf! Und das Leben!
Hey, Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann, viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Ich glaube, ich höre jemanden. Könnte unser Deputy sein. Ich kann nachsehen. Herr? Hey, hier drüben! Hallöchen. Agent Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, Sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson. Ich leite diesen Fall.
Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl ihn vom Herzen. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Wir sehen die Städter. Ziemlich verdächtig. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Mulligan, sag ihnen, dass ich hier warte. Ich führe sie herum. Schon gut, Thornton. Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik, um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Die Fakten stehen auf der Tafel. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte noch mal nachsehen. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Kurz vor dem Durchbruch? Wir fangen gerade erst an. Gehen wir den Hügel runter zum Tatort. Verdammte Natur. Mein Schädel brummt. Zu viel Frischluft. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Mhm. Sehr witzig, Anderson. Keine Treppe. Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich auch nicht.
kein schlechter Ort für einen Mord. Wenn man zurück zur Natur möchte. Mist. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Das Einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich, zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Und die UFO-Vertuschungen. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Plane. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Hab das Herz. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Herz aus Brust entfernt, an Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden, doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer? Jemand musste schnell weg und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Jemand hat hier Bier getrunken, hat offenbar gewartet.
Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Eine echte Party. Ist das Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale? Robert Nightingale? Ja, ich glaube, Sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwester. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. Ich wette, da steckt mehr dahinter. But no happy ending. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden, seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. Robert Nightingale, ex-FBI, kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Diese Tasse heitert mich immer auf. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Casey. Sehen wir uns unten beim See um. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja. Okay, dann warte ich einfach hier.
Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Vermutlich auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Aha. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Dass Bäume so groß werden. Irgendwie unheimlich. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Ich habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Casey, ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr finden. Ich glaube ihm.
Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Um eine Fantasie aufrechtzuerhalten? Ihre Wünsche zu projizieren? Sind wir Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles? Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Hey, Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaffe das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Danke. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen Sie bestimmt nicht oft. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snuff-Film zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können.
bin gleich wieder zurück. Okay. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Ich weiß von nichts. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein... Ich meine, unser Fest... Oh, dear. Dies hier Kirschfest süß. Nur noch ein paar Tage. Lasst mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien, Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser... nackte Typ stieg aus dem See heraus,
Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, Sie haben... Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Hi. Wieso bist du so ruhig? Leichen gehören zum Job. Halte dich nicht zu sehr damit auf. Hey, wie geht es Ihnen? Hey, wie läuft's? Genau deshalb hasse ich Kleinstädte. Beruhig dich, Ed. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Gehen Sie vor, Anderson. Wir werden da sein. Das ist falsch. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Denken, Saga. Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen.
Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Ich kann das einfach nicht glauben. Mir ist immer noch flau im Magen. Ist ein Stück Kuchen, ey. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Okay. Hab dir gesagt, du sollst es nicht behalten. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Wer sonst soll die Stadt sauber halten? Wer sonst? Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen.
Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Jap, jap. Bin nur hier, um mein Bußgeld zu bezahlen. Wann immer Sie bereit sind, um mein Geld abzunehmen. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Ich sehe das anders. Er macht Witze. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Text verschmiert, verkehrt herum. Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zu...
zum Teufel. Zeige mir den Klicker. Seite muss man ins Licht. Muss sie zurückholen. Zeigen Sie mir den Klicker. Bewegung. Jetzt. Verschwunden.